Ja, liebe Fußballfreunde, heute Sonntag, 11. Oktober, 7. Spieltag der Rheinland-Liga-Saison 2021. Heute mit der Begegnung SG Mendig-Bell gegen die SG 99 Andernach. Halbzeitergebnis 0:0, Endergebnis 0:2. Die offizielle Zuschauerzahl 479. Bedanken möchten wir uns bei Schiedsrichterin Franziska Hilger mit den Assistenten Dalian Richter und Jan Richard Fussen. Zu meiner Linken darf ich begrüßen Kim Kossmann, Trainer der SG 99 Andernach. Zu meiner Rechten Koder Stalf, Trainer der SG Mendig-Bell. Pressevertreter heute hier im Junkers-Prof-Stadion. Stefan Pauli vom Wochenspiegel, Stefan Schmitz vom Blick aktuell und Andreas Walz, der Fotograf. Die Torschützen in der 60. Minute das 0:1 und in der 85. Minute das 0:2. Gelbe Karte haben wir gesehen auf Mendiger Seite in der 37. und in der 88. Minute. Auf Andernacher Seite in der 43. in der 58. für unseren Trainer Kim Kossmann. Und in der 77. Minute. Die Wechsel wurden auf Mendiger Seite in der 69. Minute und ebenfalls nochmal in der 69. Minute mit 2 belegt. Und Andernach hat 4 Wechsel vollzogen in der 77., 88., 90. und 91. Minute. Ich darf den Trainer der SG Andernach direkt fragen. Kim, wie hast du das Spiel gesehen? Dein Fazit? Ja, hallo zusammen. Wir wussten, was auf uns zukommt. Wir wollten hier von Anfang an Derby-Charakter reinbekommen. Ich denke, das ist uns von der ersten Sekunde an wirklich gut gelungen. Wir wussten auch um die Spielstärke der Mendiger. Wenn die den Ball laufen lassen, das sieht schon richtig gut aus. Das wollten wir natürlich nicht zulassen. Ich denke, das ist auch sehr gut gelungen. Und am Ende muss ich sagen, haben wir vielleicht auch den Tick mehr gewollt vielleicht. Auf jeden Fall denke ich, dass das Ergebnis in Ordnung geht. Ja, vielen Dank. Koday, ich darf dich bitten, dein Fazit. Ja, hallo zusammen. Glückwunsch erstmal an Kim, an Andernach. Ich denke, wir haben ein intensives Spiel gesehen heute. Kim hat vom Derby-Charakter gesprochen. Das stimmt, wenn man hier auf dem Platz war, hat schon gebrannt. Wir haben viel gekämpft, alle 22, die auf dem Feld waren. Vielleicht 2-0 Ergebnis spiegelt ein bisschen wieder da, wie Kim sagt, dass sie vielleicht einen Ticken mehr vielleicht investiert haben. Weiß ich jetzt nicht. Ich denke, wir hatten auch einige Chancen, die haben wir leider nicht nutzen können. Wir wussten auch die Stärke von Andernach, dass sie über Standards gefährlich sind. Waren vorbereitet, aber wenn der genau vor die Füße vom Max quasi hinfällt, da ist es halt schwierig manchmal. Und ja, wie gesagt, wenn man vorne leider die Möglichkeiten nicht nutzt, dann wird es schwierig. Und am Ende waren wir ein bisschen offen, kriegen dann das 2-0 über den Konter und dementsprechend geht der Sieg in Ordnung. Tut uns natürlich weh, Derby-Niederlage daheim. Aber wir dürfen uns jetzt nicht runterziehen lassen davon. Wir müssen weiterarbeiten und nächste Woche haben wir noch ein Heimspiel. Da wollen wir es gleich besser machen. Danke. Ja, vielen Dank. Danke. Koday, ich darf die Pressevertreter fragen. Gibt es Fragen, Stefan? Ja, geht so. Wenn es geht. Gut, Kim, du hast dich vertreten lassen am Mittwoch beim Pokalspiel der Mendiger gegen Ahrweiler. Warst ja, glaube ich, nicht selber hier. Und bei der PK hat Johnny Sousa, damals noch Trainer von Ahrweiler, gesagt, dass Mendig zu einer echten Männermannschaft entwickelt hat. Wart ihr heute die Männermannschaft? Erstmal muss ich dem Johnny Sousa total recht geben. Ich habe es vorher auch gesagt, das ist eine richtige Männermannschaft. Wenn ich sehe, wenn da ein André Marx, ein Riesenkerl, ein Koday, ein Wirtz und ein Schlich und ich kann sie alle aufzählen. Nicht nur vom Körperlichen, sondern auch vom Kopf her. Das ist schon eine richtig gute Mannschaft. Aber wie ich eben schon gesagt habe, wollten wir von Anfang an genau das machen, was wir gemacht haben. Wir wollten in die Zweikämpfe kommen. Uns dann auch noch gewinnen und das ist heute wirklich super gelungen. Wie ich es eben schon in der Zeitung gesagt habe, ist, wenn du dann halt momentan vor Selbstvertrauen strotzt, dann funktioniert das auch einfach. Dann gewinnst du auch einfach mal, was heißt einfach nicht, aber dann gewinnst du auch mal in Mendig. Ne? Ja, danke. Gibt es noch weitere Fragen? Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich sehe nein. Ja, dann darf ich mich bei beiden Trainern recht herzlich bedanken. Kim, euch viel Erfolg für die restliche Saison. Wir sehen uns am 3.4. in Andernach wieder. Das ist noch ein bisschen bis dahin. Hoffentlich haben wir dann eine einfachere Phase, auch wegen Corona.
Aber ich denke, bis dahin wird noch einiges passieren. Und Kodai, euch auch weiterhin viel Erfolg. Nächste Woche hier zu Hause gegen Elscheid, 18.10. 14.30 Uhr hier. Nächstes Heimspiel gegen die SG Elscheid. Und darauf das folgende Wochenende, 25.10. um 14.30 Uhr spielt die SG Mendig Bell in TuS, bei der TuS in Montabaur. Ja, ich darf Ihnen noch alle einen sonnigen Sonntag wünschen und viel Erfolg bei beiden Trainern nochmals von meiner Seite und viel Glück für die restliche Saison. Danke.